Guten Tag. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Hallo, spreche ich gerade mit Herrn Hammut? Nee. Immer Stefanie ist am Apparat. Wie geht es Ihnen, Herr? Alles gut heute? Ja, Sie sprechen mit Herrn Schimmeldöner, nicht mit Herrn Hartmut. Schimmeldöner, ja? Ja. Immer Stefanie ist am Apparat. Wie geht es Ihnen, Herr? Alles gut heute? Immer Stefanie, wie kommen Sie denn zu diesem abgefahrenen Namen? Wie? Wie kommen Sie denn zu diesem abgefahrenen Namen? So, Herr. Ich wollte mit Ihnen kurz sprechen über Ihre Erfahrung mit Online-Investitionen. Ja. Erinnern Sie sich? Haben Sie eine Erfahrung? Nein. Haben Sie keine Erfahrung? Okay. Nee. Haben Sie ein paar Informationen überhaupt? Wissen Sie, wie das funktioniert? Was denn? Haben Sie, oder? Na, was meinen Sie denn? So, ich wollte nur eine Vorstellung über unser Unternehmen machen. Ja. Und ein paar Informationen mit Ihnen zu teilen. Ja, na dann, hopp, hopp. Haben Sie Interesse in Online-Investitionen, Herr? Na ja, dann hopp, hopp. Ja? Nur erzählen doch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Telefonat. Ihr hört's ja schon, wir haben heute wieder eine ganz besondere Mitarbeiterin an der Telefonleitung, die uns ganz besonders gut auf Deutsch beraten möchte und scheinbar auch sehr, sehr gut versteht. Schon der absolute Wahnsinn, was man da immer wieder erlebt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welchen Callcentern ihr es eventuell an der Telefonleitung zu tun haben könntet, wenn ihr eure Daten auf der falschen Webseite hinterlassen habt. Herr, wo sind Sie gerade? Sind Sie zu Hause? Wollten Sie nicht irgendwas erzählen jetzt gerade? Herr. Ja? Schimmeldöner, ja. Schimmeldöner. Sind Sie zu Hause jetzt? Aber Sie wollten doch jetzt gerade was erzählen. Ja, über unser Unternehmen. Ja, genau. Haben Sie gehört für unser Unternehmen EU-Finanz? Oder? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Okay, ich kann für Ihnen eine Vorstellung machen. Herr Schimmeldöner. Schimmeldöner. Ja, unser Unternehmen heißt EU-Finanz. Ich bin hier Ansprechpartnerin, Emma Stefanie. Und wir unterstützen die Kunden in verschiedenen Finanzmärkten zu investieren. Ja. Wir bieten auch die beste Dienstleistung an für unsere Kunden. Mhm. Und sie haben die Möglichkeit, so in Bitcoins, Amazon, Rohstoffe, Aktien, Tesla zu investieren. Ja. Also ich weiß nicht, haben Sie zum Beispiel für Bitcoins gehört? Ja? Mhm. Okay. Ja. Sie haben zwei Möglichkeiten bei unserem Unternehmen, Autotrader-Arbeiter oder mit einem Broker. Wenn Sie Autotrader-Arbeiter können das selbst machen. Ja. Und wenn wir mit einem Broker arbeiten, können Sie, so unser Unternehmen hat, wir haben unsere Experten, das können wir Ihnen helfen, für alle die richtigen Informationen und für alle die so richtigen Positionen in verschiedenen Finanzmärkten. Ja. Aber zuerst sollen Sie, Herr Schimmeldöner, als Kunde bei unserem Unternehmen zu sein. Und für das sollen Sie nur Ihre Kontakte zu machen. Ja. Bei unserem Unternehmen ist ein Mindestbetrag, das ist 250 Euro. Aber Sie, wenn Sie möchten, wollten, können Sie mehr investieren, Herr Schimmeldöner. Unsere neue Kundin, wir bieten auch eine Probezeit. Die Probezeit steht nur 2 Wochen, wo Sie können sehen, Ihre Profite jeden Tag, jede Woche, auch jeden Monat. Und wenn Sie zufrieden sind, können Sie weiter mit unserem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie Auszahlung machen, zusammen mit Ihren Profiten. Ja. Also, Herr Schimmeldöner, haben Sie eine Frage? Alles klar bei Ihnen? Ja. Okay, haben Sie einen Computer dabei? Ja? Also es ist wirklich beeindruckend. Absolut gefühlt, jedes Gespräch, das ich hier für diesen YouTube-Kanal führe, hat fast das gleiche Skript. Natürlich gibt es die ein oder andere Variation davon mit ein paar Wörtern anders, aber grundsätzlich ist das immer der gleiche Mist. Die erzählen euch irgendwas von Probezeit, man könnte da richtig viel Geld verdienen und man wird da reich mit dem ganzen Mist, was die da einem erzählen, aber unterm Strich
ist das einfach nur ganz viel Blabla. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen die Kunden irgendwie totquatschen oder so lange bequatschen, bis man ja einfach nur noch schnell einzahlt, um die irgendwie dann letztendlich loszuwerden. Es ist einfach ernüchternd, was man da so hört. Ich meine, grundsätzlich habe ich mal da angenommen, dass Diskussionen mit den Leuten irgendwie zustande kommen können, aber doch, so ist es halt leider nicht. Jedes Mal, wenn man versucht, mit solchen Leuten irgendwie zu diskutieren, legen die ja einfach auf, weil die gar nicht in der Lage dazu sind, irgendwie zu diskutieren. Ja, die können unsere Sprache halt kaum. Und wenn sie unsere Sprache wenigstens ein bisschen verstehen, ja, dann legen sie ziemlich schnell auf, sobald man da nicht so ganz exakt mitspielt. Weil die können einfach nicht mehr, als das, was da auf dem Zettel steht. Ist schon beeindruckend. Haben Sie das? Hm? Okay, öffnen Sie bitte Ihre Computer. Nein. Nein, wieso? Weil ich doch das Lieferantien von meinem Computer verliere, wenn ich den jetzt öffne. Außerdem habe ich keinen Schraubenzieher zur Hand. Wie? Ich habe keinen Schraubenzieher zur Hand. Starten Sie Ihren Computer an, bitte, Herr Schimedona. Starten den an, okay, dann starte ich den mal an. Okay, haben Sie Internet? Ja, wenn ich den Finger aus dem Fenster halte, dann habe ich ab und zu Internet. Haben Sie auch Internet? Herr Schimedona, okay. So, Sie können ein Programm herunterladen und danach wir können weiter mit diesem Programm, ich kann Ihnen alle die Schritte zeigen. Was denn für ein Programm? Okay. AnyDesk. Haben Sie dieses Programm in Ihrem Computer? Nein. Was macht dieses Programm in diesem Computer? AnyDesk ist ein Verbindungsprogramm. Wo ich kann Ihnen alle die richtigen Schritte zeigen, in so unsere Plattform zu zeigen, unsere Website, okay? Ja. Haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer, Herr Schimedona? Nee. Telegram haben Sie? Nein. E-Mail haben Sie? Ist das? Es wird ja tatsächlich immer abgefahrener. Jetzt wollen sie mittlerweile schon von einem den Telegram-Account wissen, wie man euch kontaktieren kann. Also ich hab's euch ja schon bei WhatsApp jedes Mal erzählt. Finger weg davon. Denn, naja, WhatsApp ist definitiv kein sicherer Weg, um Kundenservice zu bekommen und zu erhalten. Denn WhatsApp ist nicht anonym. Die Daten, die ihr dort eingebt, könnte unter Umständen von WhatsApp mitgelesen werden. Oder eben auch von Dritten. Da ist WhatsApp definitiv der falsche Weg. Davon mal ausgesehen ist WhatsApp nicht hacksicher. Und naja, wie gesagt, ein seriöser Weg, irgendwie seine Daten preiszugeben oder mit jemandem sich zu kommunizieren, wäre vielleicht noch E-Mail oder postalisch. Am Telefon kann man es teilweise auch tun, sofern man da keine Daten irgendwie einfach so weitergibt. Aber WhatsApp ist für privat. Für private Chats gedacht und nicht für Firma. Und selbst wenn es auch einen Firmenaccount von WhatsApp gibt, halte ich davon überhaupt gar nichts. Das ist ein Chat-Kommunikationsprogramm zum Privat-Rumspielen, aber nicht für irgendwelche geschäftlichen Aktivitäten. Und jetzt wollen sie den ganzen Scheiß tatsächlich schon auf Telegram ausweiten. Also, dass die Telegram haben, zeigt eigentlich nur, dass die da jetzt am Telefon ist, dass dieses Callcenter definitiv auch für die Betrüger auf Telegram verantwortlich ist. Denn auf Telegram wird man nämlich auch gerne von irgendwelchen Leuten einfach fremd kontaktiert, sofern man sein Profil dort nicht auf unsichtbar gestellt hat. Befindet man sich in Telegram, also in irgendwelchen Chaträumen, kann es immer wieder sein, dass man von solchen Betrügern einfach privat kontaktiert wird, sofern man eben seine Telegram-Einstellungen so konfiguriert hat, dass euch fremde Leute anschreiben dürfen. Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob wir da vielleicht auch mal das ein oder andere Informationsvideo dazu machen, weil auf Telegram werde ich von denen nämlich tatsächlich auch ordentlich zugeballert. Und am Ende ist es tatsächlich genau das Gleiche. Was man hier am Telefon hört, nur mit einer anderen neuen Masche wieder. Da tut man erstmal so, als wäre man ja neu im Land oder fremd und man möchte Freunde kennenlernen und dann erzählen sie dir von ihren großen, tollen Finanzsachen, die sie da so privat haben. Und das machen sie, sie wollen dir das empfehlen, damit ihr da auch dran teilnehmen könnt. Ist nur die gleiche Masche, wie man jetzt hier letztendlich am Telefon hört. Aber interessant, dass dieses Callcenter definitiv zu den Telegram-Betrügern zählt oder gehört. Wahnsinn, wo die sich überall ausbreiten. Okay, ich kann das schicken per E-Mail. Ja, ich kann dabei zugucken, wie Sie das schicken können bei E-Mail. Okay, super, ich schicke Ihnen jetzt
dieses Programm, der E-Mail, okay? Ja, fein. Das machst du fein. Okay, Knusprig, knusprig war der Name von Herrn Schimmeldöner. Wie? Danke. Danke für was? Für die Nachfrage. Welche Nachfrage? Na, die Frage wie. Wie was? Na, wie was wäre? Wie was der wär? Ja, wie was wäre, wenn, darum? So, Herr. Ja? Ich kann jetzt, können Sie bitte vernünftig und Deutsch sprechen? Warum sagt es ein Mann im Hintergrund vor? Sehr interessant. Möchte nicht der Mann mit mir sprechen, wenn der alles vorsagt? So, Herr, nur einen Moment. Ja, gib mir mal den Mann. Sind Sie bei Ihrer E-Mail? Na, wollen Sie nicht mal den Mann im Hintergrund geben, der Ihnen alles vorsagt, der heimlich das Gespräch mitbelauscht? Hallo, hallo, mein lieber Herr. Wie geht's? Hartmut Schimmeldöner, oder? Schimmeldöner. Schimmeldöner. Ja. So wie Döner. Und Schimmel. Und, ja. Oh, das ist schön. Aber woher kommt Ihr Nachname aus und was für eine Bedeutung hat? Weiß ich doch nicht. Den Namen. Ja, was für eine Bedeutung hat Ihr Vorname? Ja, weiß ich doch nicht. Ehrlich? Was soll ich denn das wissen? Das ist wirklich schade, ne? Also, naja, schon zur eigenen Information. Mhm. Zum Beispiel aus Neugier. Ne? Sowieso. Ja. Mein Name ist Alex, lieber Hartmut. Und ich bin der Account Manager von der Frau. Nee, Herr Hartmut. Schimmeldöner kann ich nicht sagen. Ja. Hartmut. Soll ich nee, den nicht Account Manager? Hartmut. Nee, so, dann habe ich keine Lust, was bei Ihnen zu investieren. Nee, dann bitte so. Sie werden nicht investieren sowieso, denn ich habe ja den Gespräch gehört und... Ja, ich weiß. Ihr hört ja also, illegal die Gespräche ab. Ja, genau. Ach, ist das schön, wenn die Betrüger jedes Mal den Scheiß, den man so vermutet, dann auch noch am Ende zugeben. Und, naja, da wirklich tatsächlich jemand die ganze Zeit im Hintergrund zugehört hat. Ich meine, ich habe es hier mehr oder weniger nur vermutet und nur ganz leicht gehört nach der Retusche von dem ganzen Krach da im Hintergrund. Ist das jetzt hier im Audio vom Video nicht mehr ganz so 1A zu hören, dass der tolle Kollege, der jetzt an der Leitung ist, die ganze Zeit alles vorgesagt hat. Finde ich aber auch lustig, dass die auf einmal den Mann weitergereicht hat, der ihr wirklich die ganze Zeit alles im Hintergrund vorgesagt hat und wir das dann dadurch auch noch bestätigt bekommen. Also... Weiß ich nicht, ich wiederhole mich ja immer wieder, aber mit seriös hat das ja nun wirklich nicht mal im entferntesten Sinne noch irgendetwas zu tun. Vor allem, wie ich hier schon wieder weitergereicht wurde. Es wurde auch gar nicht darauf eingegangen, was ich gesagt habe, dass ich da jemanden im Hintergrund gehört habe. Es wurde einfach nur der Hörer weitergegeben oder der hat sich mit eingesteckt oder war schon eingesteckt und fängt jetzt auf einmal an zu brabbeln. Komisch. Also, sehr seriös. Mit Datenschutz hat das nichts zu tun. Und verboten ist es auch noch, dass da einfach Menschen im Hintergrund mithören, die in diesem Gespräch nichts zu suchen haben. Denn laut Datenschutzgesetz und Datenschutzgrundverordnung ist das so, dass ihr darüber informiert und unterrichtet werden müsst, wenn die Gespräche aufgezeichnet oder abgehört werden. Dann muss man euch darüber informieren. Und ihr müsst die Möglichkeit haben, das Ganze zu verneinen, dass man dann eben nicht aufgezeichnet oder abgehört wird. Oder man eben direkt gleich mit dem Mitarbeiter spricht, den wir jetzt zum Beispiel an der Leitung haben, das kann man ja vorher alles eigentlich sagen. Wäre ja eigentlich nicht das Problem. Gleich zu Beginn des Gesprächs, ja schönen guten Tag, Firma sowieso, mein Name ist bla bla und das Gespräch wird jetzt hier aufgezeichnet, weil warum? Wenn man das nicht möchte, sagen Sie das einfach, dann stellen wir das aus. So müsste das eigentlich laufen. Es interessiert die Betrüger nur nicht. Warum es sie nicht interessiert, ist ganz klar. Weil es Betrüger sind. Ja. So, Hartmut, guck mal. Schimmeldöner. Hartmut. Schimmeldöner. Hartmut. Also es gibt zwei Leute, zwei Typen von Leuten. Ja? Ja. Es gibt gute Hurensohne und auch schon hässliche Hurensohne. Ja, und wo gehörst du dazu? Wo denken Sie, dass Sie gehören? So, und nun haben Sie sich auch gleich wieder von ganz alleine verraten. Also, weiß ich nicht. Was soll das? Was soll das? Die rufen hier bei mir an, um mich zu bescheißen. Und wenn ich da nicht so mitspiele, wie die sich das vorstellen, erdreisten die sich auch noch, euch am Telefon zu beleidigen, weil sie nicht das bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Wie erbärmlich ist das denn eigentlich, bitte? Ich weiß es nicht. Auch noch zickig werden, wenn man kein Geld bekommt. Obwohl man selbst der Betrüger ist. Ich weiß es nicht. Aber das Gespräch, das ist hier tatsächlich noch lange nicht vorbei. Das ist quasi gerade mal Halbzeit.
Wo gehörst du denn dahin? Ich gehöre zu den Guten. Ja? Ja. Aber zu den Leuten, die die Leute betrügen, ja? Nicht unbedingt. Doch. Ich betrüge diejenigen, die sich keine Ahnung und keinen Kopf dazu haben. Ja, aber sie klauen doch Geld. Das ist illegal. Ich klaue kein Geld. Wenn ich das ganze Geld, was ich versammelt habe bis heute, für mich selbst hätte, dann ich wäre mir ein Millionär sein. Ja. Sondern schon ich helfe Leute. Nimmt dir dein Schiff alles weg? Da kommen sich inzwischen auch schon hässliche Hurensohne, so wie du. Ja. In die Mitte, dass wir uns schon beleidigen müssen. Ja, und ja. Dass wir uns schon unsere Gesichter ändern müssen. Ja, aber dann fällt das ja auch. Es ist ja nicht unsere Schuld, oder? Es ist nicht unsere Schuld, es ist deine Schuld. Nee, ihr seid ja die Betrüger. Genau, mag ja sein. Genau. Also, Hartmut, sag mir mal bitte. Ja? Warum benimmst du ja so denn? Was? Warum benimmst du dich so? Wie denn? Ja, so wie du benimmst gerade. Ja? Wieso benimmst du dich so, wie du dich benimmst gerade? Weil ich so bin. Ja? Ist aber schlecht. Ist aber schlecht. Okay. Schlechte Familienstube. Das ist ein ganz schlechtes Kinderzimmer. Ja. Naja, schade, aber ich habe bis jetzt 5 Kinder gemacht. Das ist aber schlecht. Ja, also das bedeutet, sich noch fünf, so wie mir, werden sich in die Welt kommen. Ja, das ist traurig. Haben sie Kinder? Nee. Ich sorge dafür, dass die Welt nicht so überbevölkert wird. Aber siehst du mal, also die guten Leute sind impotent, mein Lieber, so wie du. Ja. Interessant. Impotent und niemand liebt euch. Ja. Ja. Nur die Bösen, so wie ich, wenn du mich schon so zeichnen willst, also dass du denkst, dass ich eine böse Person bin, aber nein. Ja. Ich bin nicht eine böse Person. Nee. Auch ob ich. Aber sowas nennt man doch kriminell. Betrüge. Bitte? Sowas nennt man doch aber kriminell. Nein, nennt man nicht ein Kriminell. Nein. Was, 5 Kinder zu machen, nennt man kriminell? Ja, das auch. Das auch? Warum denn? Ja, wegen der Überbevölkerung und so. Genau. Und warum soll ich einen Scheiß geben über den Überbevölkerung? Naja, wir müssen ja alle was zu futtern haben, ne? Mir aber du egal, verdienst doch. Ja dein Geld schon illegal. Ich werde mir schon versammeln, so viel, dass ich kann, und der andere kann sich sterben einfach. Ja, aber wenn wir dann noch 5 haben, die illegal Geld verdienen. Das ist das Gesetz des Lebens, mein Lieber, das Naturgesetz. Ja? Nee. Die Stärkste, das ist das Gesetz der Kriminellen. Der Stärkste wird überleben. Die Weiche und die Hurensohne ohne Kopf und auch schon ohne Seele werden sie sterben. Und das ist gut für die Bevölkerung. Okay? Ja. Weil eine bessere Rasse wird sich kommen später. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß? Das nennt man schon national zu sein, Nationalist zu sein. Hat dir das Allah erzählt? Ja. Ja, ich habe Allah schon mal die Eier gekrault. Genau. Ja. Der lässt sich öfters mal die Eier kraulen. Impotenten Leuten, Schwulen, Transen und diejenigen, die so wie du schon sein Leben verbringen, also die sind wirklich schade und die müssen sich wirklich schon weg von dieser Welt sein. Ja. Ja. Das ist aber interessant, was es so von dir gibt. So interessant. Ja, wahrscheinlich. Oder? Menschen kommen hier bei uns in Deutschland für so eine Einstellung ins Gefängnis. Und da gehört diese Kreatur auf jeden Fall dazu. Und zwar ins Gefängnis. Also was soll das eigentlich? Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass die illegal anrufen. Dann kümmern die sich nicht um den Datenschutz. Grundsätzlich ist das hier auch Bandenbetrug, weil sie euer Geld klauen wollen. Und dann werden sie obendrein auch noch ein bisschen beleidigend. Und quasi sowas wie Volksverhetzung ist da auch noch mit dabei. Rassismus, alles irgendwie in einem, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wie die sich abends noch selbst in den Spiegel schauen können. Aber normal sind die definitiv nicht in der Birne, wenn die sowas hier von sich geben. Es ist einfach nur absolut erschütternd, dass solche Leute einfach frei rumlaufen dürfen. Und solche Leute rufen einfach ungehindert bei euch an. Klar, wird da mal ein bisschen was am Datenschutzgesetz rumjustiert, damit die Anrufe, weiß ich nicht, weniger werden sollen, funktioniert nur irgendwie immer nicht. Es gibt ja nun seit diesem Jahr auch ein neues Gesetz, wo die Telefonnummern nicht mehr gespooft werden können. Eigentlich. Werden sie aber trotzdem. Tja, man hat damit eigentlich nur verhindert, dass man nicht mit einer ausländischen Rufnummer einfach so nach Deutschland telefonieren kann. Aber warum machen sie es dann trotzdem? Sie rufen dafür einfach unterdrückt an. Oder eben mit einer anderweitig gespooften Telefonnummer aus dem Ausland. Ich weiß es nicht, funktioniert einfach trotzdem. Also immer wenn irgendwo am Gesetz was rumgebastelt wird, ist das eigentlich nur zum Schaden von uns allen. Die Betrüger haben trotzdem freies Spiel.
Und den haben wir mit all den Datenschutzscheiß, was wir so haben, noch nicht einmal irgendwas abgewehrt. Wir helfen denen eigentlich noch im Gegensatz dazu. Es wird ja nicht weniger. Es werden sogar mehr Anrufe. Also so viel zum Thema Datenschutz. Der Datenschutz, der gilt hier nur für irgendwelche Firmen, aber auch nicht, damit die eure Daten schützen, sondern eure Daten bekommen. Sich selbst schützen kann man eigentlich nur, indem man sich nicht irgendwo einfach so anmeldet und sehr, sehr datensparsam ist und niemals irgendwas angibt, was nicht nötig gewesen wäre. Mir scheißegal doch. Es ist doch Demokratie, oder? Nee, in Deutschland herrscht keine Demokratie. Klar kann es, oder? Nationalismus oder Kommunismus nehmen wir noch. Ja, nee, haben wir hier nicht. Oder Faschismus. Ja, sowas haben wir hier. Sowas? Ja, ihr habt doch einen Scheiß auch schon, von gar nichts von denen, was wir gesprochen haben. Ich weiß schon, wie das System dort funktioniert. Ja. Und auch schon, wie wo ich bin, was funktioniert. Woher weißt du das? Ich bin doch denn in Deutschland. Ja. Ach so. Bedienst dich quasi am Sozialsystem. Ein Vogel hat mir das gesagt. Ja, musstest du das dir wieder vorsagen lassen von jemand anderem, ja? Nein, ich glaube mehr an den Vogel als dir. Ja. Und warum sagt dir jetzt schon wieder einer alles vor? Das gleiche wie du. Ja. Also schafft ihr da nichts alleine. Ne, wir schaffen das doch. Von ja, alleine. Aber warum muss immer einer alles vorreden? Naja, weil es ist mal so. Ja. Jemand könnte und auch schon könnte geben, Besseres. Also könnte Besseres schon. Ja, man immer Leute zum Vorsagen. Besseres Ideen eingeben, ja. So, Hartmut, es tut mir leid für dich. Ja. Es tut mir leid für deine Familie. Ja. Es tut mir leid für deine Mutter. Warum? Dass sie einen Hurensohn ohne Ideen, ohne Zelle und mit solchen blöden Ideen in Leben gebracht hat. Und es tut mir leid für deine Großmutter. Die sie deine Mutter gemacht hat. Ja. Und dann deine Mutter müsste dich ertragen, 9 Monate im Bauch. Mhm. Und dann bist du geboren. Mhm. Ja, es tut mir leid auch schon für die allen, die sich in deinen Gegend sind. Ja. Ja. Weil du bist so wie ein Tumor, okay? Mhm. Deinen Typ ist so wie ein Tumor. Ja. Sehr interessant. Ich übervölkert den System und auch schon, ich infiziert auch den anderen neben euch. Also es ist wirklich interessant, was die Betrüger so für eine Einstellung haben. Aus dem Grund lasse ich das hier auch einfach so weiterlaufen und spiele da auch so ein bisschen mehr oder weniger mit, wie er sich das vorgestellt hat. Und lasse das Spiel einfach freiem Lauf. Tja, es ist schon wirklich fast wie ein Theaterstück, was man hier hört von den Betrügern. Wenn man das nicht hören würde und dass ich das hier nicht jedes Mal selbst so führen würde, die Gespräche, dann würde ich denken, ich werde hier verarscht. Aber so ist es ja scheinbar auch. Die verarschen uns, um an unser Geld zu kommen. Das ist klar, aber da die Gespräche, warum? Warum kommt sowas zustande? Ich meine, ich habe dem ja nichts getan. Die werden hier gleich beleidigend und Rassisten sind es definitiv auch, weil anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist einfach nur absolut unfassbar. Ist ja interessant. Es tut mir wirklich leid, ja. Also ja. Wenn ich schon etwas am Hände hätte gerade, ich hätte schon einen ganzen Stand mit Napalm gebracht. Ja. Genau. Und mit deinen Aschen hätte ich schon Neues angefangen. Mhm. Ist ja nett. Du bist so ein Parasit in der Matrix. Nichts mehr. Nichts wert. Das kann wertlos sein. Ja. Ja. Einen Spezies, die sich nur atmet. Echt und scheiß. Ja. Genau. So bist du stolz auf dein Leben? Ja. Bist du stolz, dass du ein Parasit Na klar. Bist? Ja. Bist du stolz, dass deinen Typ ist am Vermehren? Ja. Deine Menschen sind am Vermehren. Also ich glaube, den Fachbegriff, den wir hier suchen, wäre nutzloser Esser. So beschreibt man Menschen, die nur essen und nichts produzieren. Aber, also was will man dazu noch sagen? Also eigentlich fallen mir dazu nur sehr kraftvolle Beleidigungen ein, um diesen Menschen noch irgendwie dem zu würdigen, was er da so sagt. Was soll das? Sowas gehört doch direkt eingesperrt, solche Leute. Also, um mal eins klarzustellen, ja? Normalerweise sind ja alle Menschen gleich hier auf diesem Planeten. Aber wenn ich sowas hier sehe, da stellt sich die Frage, wie auf die Aussage gekommen ist, dass wir alle gleich sind. Weil der hier definitiv nicht. Was soll sowas? Warum stellt der sich auf eine andere Stufe? Und vor allem, was hat er denn in seinem Leben geschissen, dass er sich als was Besseres fühlen kann? Ich meine, der kommt aus dem Ausland. Und deswegen, ich meine, dann sind wir ja für ihn auch Ausland. Aber warum muss er in seinen Augen die Ausländer beleidigen? Was hat er davon? Was hat er davon? Wozu? Was bringt das?
verkaufen tut er so definitiv nichts mehr. Und ich meine, eigentlich beweist du doch nur damit ganz, ganz, ganz offenkundig, dass das nur eine Betrugsfirma sein kann. Kein legales Unternehmen würde sich jemals so eine Unterhaltung einfallen lassen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja. Und dass du immer noch Parasiten produzieren willst? Na klar. Ja, ja klar. Mhm. Genau, und du bist so ruhig, ehrlich. Also, du bist ehrlich ein Parasit, mein Lieber. Weiß ich. Du fühlst jeden Wort, was ich hier sage, aber du reagierst nicht. Erstmal, nur weil jemand jünger als dich das sagt. Ja. Und jemand, der sich einen höheren Status in diesen sozialen Pyramide ist. Bist du albern. Ja. So, du kannst doch lachen, doch. Ja, du kannst doch weinen. Ja. Genau. Hängt sich alles ab, wie der Parasit sich ein Bild von drinnen. Ja. Wie kommt man eigentlich auf so eine schlechte Einstellung? Ja, kein Problem. Achso, ist kein Problem. Kommt man halt einfach so drauf, ne? So ist es halt. Wenn man irgendwo aus dem Kakerlakenland anruft. Hartmut, mein Lieber, du steckst in den Matrix gerade und du kannst das nicht verstehen, aber hör mich so. Ja? Das ist ja interessant. Du solltest deine Meinung, deine Änderung und deine Ideen ändern. Du sollst halt nicht mehr Fernseher schauen und nicht mehr vor dem Computer bleiben und wichsen dort. Ja. Benutze mal das Computer nicht nur zum Wichsen. Ja, wozu denn dann? Weil Pornografie rotet. Ja. Nein, wie sagt man schon, isst dein Gehirn. Also Pornografie verächtet dein Gehirn. Ja. Und so bist aber immerhin habe ich eins. Obsessiert. Und so bist du schon jemand verloren in diesen Matrix. Und aber immerhin habe ich doch eins. Was hast du noch eins? Ja, ein Gehirn. Du denkst, das dir, hast ja. Das schon. Na, du denkst ja schon, dass du hast es. Mhm. Aber du benutzt es nicht. Also, ach so. Genau. Also wenn Lacht du das benutzen drüber. Könntest, also hey, wären wir schon nicht zusammen am Telefonieren. Aber ihr seid ja kriminell. Und was hat das damit zu tun? Naja, ihr seid halt kriminell. Genau, und was sollte das bedeuten? Sollte mir das schlimm fühlen? Also soll ich mich jetzt traurig sein, weinen? Also, ja, das soll wäre ich dir beten, also Entschuldigung sagen, dass ich so bin? Nein, ich bin so. Ja, ich bin stolz darauf. Gut. Wenn man da wenigstens ein bisschen Einsicht zeigen würde. Aber für den Typ von euch, also euch Parasiten, eine Sozietät, die sich aus Parasiten eingemacht ist, ja, es tut mir wirklich leid. Und wirklich, und es gibt kein Napalm in dieser Welt, dass ich euch verbrennen kann oder Hydrogen, die ich ihnen schon alle ins Himmel blasen kann. Ja. Genau. Aber trotzdem schon, ich hoffe schon, dass jemand schon so wie Hitler oder auch schon Kim Jong-un wird sich in diesen auf einem guten Moment kommen und sagen, scheiß drauf, ich werde alles kicken und alles töten. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und dann Seife für die Hände euch zu machen. Mhm. Ja. Genau. Ehrlich. Also, du bist ein Parasit, ehrlich, Hartmut. Und dein Name selbst bedeutet starke Scheiße. Ja. Schimmeldöner. Mit deinem Nachnamen, so wie die türkischen Dönern, du sollst dich schämen von deinen Damen, von deinem Namen, von deinem Nachnamen, deinem Familiennamen. Du trägst dich. Kommst du denn aus der Türkei? Blut. Was? Kommst du denn aus der Türkei? Ja. Ja? Genau. Ankara? Nein, ein bisschen weit weg. Aha. Ja, in der Grenze mit Syrien. Was hat das damit zu tun? Kurde bin ich. Was hat damit zu tun? Ein Kurde. Ich komme aus Sukkur. Aus Kurdien? Sukur. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ich dachte, du bist Albaner. Was denn? Mhm. Was denn? Was ist Albaner. Das? Albaner. Nein, keine Roten. Ja, nicht Albaner aus Albanien? Ein Sukur. Ja. Ein Kurde. Mhm. Mag man da auch Allah oder nicht so? Jo. Ja? Ja. Hast du dem auch schon mal die Eier gekrault? Nein, nicht mit der Eier gekrault. Nee. Aber wir hier, wir differenzieren die Leute. Diejenigen, die sich weiß, so wie euch sind. Ja. Ja. Wir töten die. Ja. Seit am Anfang. Das ist aber schön. Ja. Das machst also du aber gut. Wir machen eine natürliche Selektion. Ja. Genau. Interessant, was du da so von dir gibst. Genau. Ja. Genau. Genau. Also solche Menschen, finde ich, sollte man einsperren und dann nicht mehr rauslassen. Vielleicht einfach den Schlüssel wegschmeißen und vergessen, dass ihr da eigentlich so sagen nur die Feiglinge. Ja?
Genau, diejenigen, die sich von uns schon fürchten. Warum fürchtest du dich von mir? Mach ich ja nicht, ich finde dich ja lächerlich. Wenn du ja einen Gehirn hast, das kannst du benutzen. Ja. Aber ich finde dich ja lächerlich. Machen wir nur. Na dann. Ja, ich finde dich lächerlich. Sollte ich mich ja traurig fühlen, dass du mir lächerlich findest? Weiß ich nicht, kannst du ja machen. Na dann. Mhm. Was willst du damit sagen? Ja, dass ich dich lächerlich finde. Genau. Ja, und genau. Was sonst? Nichts weiter. Nichts weiter? Einfach das? Ja. Eine ganz reichen Vokabular und auch eine ganz reichen Wörter, ganz viele reiche Wörter hast du schon in deinem Munde zu haben. Also einfach lächerlich zu sagen. Ja, das ist aber interessant. Das ist aber interessant. Ja. Ne? Ja? Okay. Na gut. Ja. Na gut, mein lieber Döner. Lieber Döner. Ja. Na dann, ich wünsche an alle euch, was zu ficken. Ich wünsche an alle euch, so weiterzumachen. Ja. Ein Parasit immer noch weiter zu bleiben. Ja, aber du wirst ja auch irgendwann dafür ins Gefängnis kommen, was du da machst. Naja, schon, es ist kein Problem für mich, ich kann mir das ertragen. Das können wir Sorgen auf mich dann. Mach dir keine Sorgen auf mich. Ja. Ich habe schon alles überlegt. Ja, ja. Schön, dass man darüber nachdenkt. Genau, selbstverständlich. Gott weiß das besser. Wallah weiß das besser. Okay? Na dann. So. In diesem Leben und auch schon in anderen. Ja. Also, ich werde immer superior gegen dich sein. Du holst so. Ja. So, einen schönen Tag noch weiter. Tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch. Also ich hab's euch ja versprochen. Es wird immer und immer schlimmer auf diesem Kanal hier. Also ich meine, die machen ja sich mittlerweile daraus wirklich überhaupt nichts mehr, dass sie uns betrügen und finden das auch noch gut. Menschenverachtend ist, glaube ich, noch freundlich ausgedrückt, wenn man das Ganze hier so zusammenfassen möchte. Ich meine, der Betrug an sich ist ja schon menschenverachtend. Aber das, was er da sonst noch so jetzt als Beiwerk von sich gegeben hat, ja, es ist nicht nur menschenverachtend, es ist einfach höchst kriminell. Und solche Leute gehören definitiv nicht in die freie Wildbahn gelassen, sondern irgendwo eingesperrt und den Schlüssel weggeschmissen. Weil was soll das? Die rufen uns hier an, bescheißen uns, wollen unser Geld klauen. Und dann hat man genau das hier, dass die einen beleidigen, also pausenlos am Stück. Der hat ja kaum, weiß ich nicht, der hat ja nichts anderes erzählt außer Beleidigungen in der zweiten Hälfte des Gesprächs. Und dann verstehe ich auch nicht, dass die freiwillig ihre ganze Zeit und Energie in so ein sinnfreies Telefonat stecken. Das zeigt doch eigentlich nur, dass die diesen Betrug aus nicht nur Geldnöten und Sorgen machen, sondern ganz einfach aus deutschem Hass. Oder deutschen Hass oder wie auch immer, ist ja egal. Aber letztendlich müssen die doch die Europäer hassen, wenn die hier, also es ist ja nicht nur in Deutschland, wo die anrufen. Die müssen doch alle Menschen hassen, wo die anrufen, weil so wie die sich benehmen, schon alleine wie er hier über Hitler gesprochen hat. Vor kurzem habe ich in den Kommentaren eine tolle Antwort dazu bekommen, warum gerade solche muslimischen Leute gerade so auch sich über Hitler und sowas freuen. Ganz einfach, weil teilweise die Moslems das Ganze eben unterstützen und quasi Hitler verehren für das, was er getan hat. Ja, also das zeigt eigentlich nur, was da für Menschen an der Leitung sitzen. Ich meine, das bedarf ja eigentlich schon gar kein weiteres Kommentar mehr. Der hat ja nun hier wirklich 1A selbst bewiesen, dass das kein seriöses Unternehmen mehr sein kann. Ich meine, der hat ja alles zunichte gemacht ab der zweiten Hälfte oder ja, also genau ab der Mitte des Gesprächs ja eigentlich schon. Und die gesamte zweite Hälfte des Gesprächs hat sich eigentlich nur darum gedreht, dass er mich beleidigen möchte. Und das ist eigentlich auf die primitivste Art und Weise, die man sich so vorstellen kann. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gut unterhalten und gut unterrichtet, was wir hier für Menschen an der Telefonleitung haben. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft solche Videos nicht mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir hier was Neues auf dem Kanal haben. Außerdem unterstützt ihr den Kanal und das gesamte Projekt damit. Wenn ihr das Projekt auch finanziell unterstützen möchtet, ein Abo ist kostenlos, die Kanalmitgliedschaft, da könnt ihr euch die Unterstützung, die ihr dem Kanal zukommen lassen möchtet, selbst aussuchen. Ist natürlich freiwillig, hilft aber auf jeden Fall dem Projekt hier weiter zu wachsen.
Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.